Jo, servus Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Mora. Wieder am Freitag, nach einer Woche glaube ich, richtig, hoffe ich zumindest. Schon lange her, nein doch, müsste eine Woche her sein, seitdem die letzte Folge kam. Und heute eben die nächste. Ich habe jetzt leider die letzte Woche nicht viel gestreamt, weil ich, wie man vielleicht hört, krank war. Und noch immer leicht verschnupft bin. Und ja, aber am Freitag habe ich gestreamt. Habe ich auch recht lange gestreamt und da ist auch ziemlich viel passiert. Und zwar habe ich mit einem Logistics Pipe System begonnen. Das ist ein Lagersystem, um Sachen einzulagern. So, damit kann man halt schneller auf seine Sachen zugreifen und es ist sortiert und nicht so unübersichtlich wie Kisten. Und ja, dann haben wir hier die erste Stromzufuhr mit einem Water Wheel von Immersive Engineering. Das dreht sich halt so und so. Ja, was haben Wasserräder so an sich, würde ich sagen. Und ja, dann sieht man da hier auch schon das nächste. Und zwar baue ich noch mehr Wasserräder. Und zwar sollen in diese Dinger da hier noch zwei, also das da und dann noch ein zusätzliches reinkommen. Ja, und das ist halt da hier, damit es nicht so hässlich ist wie das da. Damit das Ganze einen angenehmen, schöneren Stil kriegt, unsere Insel da hier. Im Gegensatz zu unserem zerbombten, zerfetzten, von Creeper zerfetzten Dorf da hinten. Naja. Also ist das Ziel von der heutigen Folge, weil um diese Water Wheels zu bauen, gehen wir mal ein, wie craftet man die? Water Wheel braucht man Treated Wood und das kriegt man, indem man Bottle of Creosote Öl mit Holz umrandet. Und um das herzustellen, schöner Sonnenuntergang, brauchen wir einen Coke Oven. Und dann, wenn wir das gemacht haben, machen wir nachher noch bei den Logistik Pipes weiter. Ich würde sagen, jetzt habe ich mal genug gequatscht. Wir gehen schlafen und dann schauen wir uns kurz. Ich sagte, wir gehen schlafen. Gleich geht's, jetzt geht's. Dann schauen wir uns mal an, was wir so alles brauchen. So, also das ist das Rezept davon. Und wir brauchen 3x3x3, also einen 3x3x3 Block davon. Das heißt, wir brauchen 27. Und das heißt, wir brauchen ungefähr 100 Clay, um die ganzen Bricks zu machen, weil den Sandstone habe ich. Und um Bricks und Clay. Für Clay braucht man Clay, für Bricks braucht man auch Clay. Das heißt, das machen wir jetzt schnell und das gibt einen kurzen Zeitraffer davon und wir sehen uns gleich nachher wieder. So, da hier brennt jetzt gerade das letzte Ding oder ist gerade durchgebrannt, unten auch.
Und das heißt, wir haben jetzt genug für das Crafting-Rezept. Nein, das sind die falschen. Müssen wir kurz eingeben. Brick. Coke. Brick. So. Jetzt können wir da... Ach. Hä? Irgendwie habe ich mich dezent verrechnet. Achso, Bullshit. Ich habe gerade falsch gedacht. Upsi. Jetzt können wir den irgendwo hinstellen, wo er nicht zu sehr im Weg ist. Ich würde sagen, wir stellen ihn einfach mal da hier hin. Ein bisschen Erde, damit es ein bisschen schön ausschaut, falls wir noch Erde haben. Wahrscheinlich gerade dreimal übersehen. Dirt. Nein. Nein. Hier keine Dirt mehr. Auch gut. Nicht. Wie auch immer. Dann gehen wir zu unserer Erdefarm. Schauen wir uns da schnell. Ja gut, dann gibt es jetzt halt einen ganz kurzen Zeitraffer. So, ich habe jetzt eine Plattform gebaut, habe die Erde gefarmt und jetzt können wir den aufbauen. Ich glaube, er darf nicht hohl sein, also muss er so sein. So. Und jetzt, wenn man den irgendwie anhaut, genau, jetzt ist er fertig. Und in dem kann man jetzt eben... Upsala. Kann man Kohle? Haben wir noch irgendwie Kohle? Das ist die ganze Kohle, die ich habe. 7. Nicht viel. Naja. In dem kann man jetzt jedenfalls Kohle zu Coke machen. Coke Coal. Und dabei kriegt man eben Creosite Öl und das braucht man eben für die Wasserräder. Und das war eben das erste Ziel für die Folge. Und das haben wir jetzt abgehakt. Und wie man sieht, das dauert ja hier ziemlich lange. Ja. Holy moly, und da brennt mein Haus mal wieder ab. Das ist wegen der Lava da hier. Das ist ein bisschen nervend. Gut, und das nächste Ziel wäre dann eben dieses Logistik-Pipe-System fertig zu bauen. Und dafür brauchen wir noch insgesamt 13 Eisen und 12 Gold, glaube ich. Und das heißt, wir müssen dann noch ein bisschen farmen, so wie es ausschaut.
Jo, so. Ich würde sagen, wir haben jetzt hoffentlich genug Gravel. Will noch mal länger fahren, ich jetzt einfach nicht, weil ich keine Lust mehr habe. Da würde ich schon machen, aber gibt spannendere Dinge. Ja, genau. Gerade vergessen, wie man compressed. So macht man das natürlich. Schwupps. Schwupps. Naja, das ist. Danke. Kommt schon ein bisschen was rum. Und jetzt müssen wir hoffen, dass da auch was rumkommt. Und ich würde sagen, es gibt gleich den nächsten Zeitraffer, wo ich dann hoffentlich genug Eisen habe. Falls ich schon genug Eisen rauskriege, dann schmelze ich das gleich durch und Gold und dann sehen wir uns danach wieder. Also, bis nachher. So, und damit wieder willkommen zurück nach einem Zeitraffer, nach einem ziemlich langen Zeitraffer sogar. Wir haben leider nicht genug Gold bekommen. Und haben zu wenig davon. Okay, auch interessant. Es ist ein bisschen doof, aber ist es leider so. Mal schauen, wie weit wir mit dem Zeug kommen, was wir jetzt haben. So, da kommst du auch noch rein. Passt. Eins davon brauchen wir noch. Ja. Also wir brauchen Logistik. Wir brauchen Blank Modules, dafür brauchen wir Paper. Das heißt, wir müssen dann noch sowieso warten. Aber wir brauchen ein Item Sink, das heißt, wir brauchen ein Iron Gear. Dann brauchen wir noch ein... Mist, was war das? Ja gut, ich weiß leider nicht mehr, was ein Modul ich jetzt brauche. Top-Vorbereitung von mir auf jeden Fall. Das heißt, die Folge geht nächstes Mal weiter. Und ich werde einfach offscreen das restliche Gold farmen, damit das nächstes Mal nicht so langweilig ist. Aber wenn es euch gefallen hat, dann lasst wie immer einen Daumen nach oben da. Konstruktive Kritik ist immer gern gesehen. War da nicht einmal ein zweites? Naja, egal. Und wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.